Die britische Premierministerin Theresa May sieht die nächsten 7 Tage für entscheidend für die Zukunft des Vereinigten Königreiches. Im Streit um das Brexit-Abkommen warnte sie vor einem Putsch in ihrer Partei. Die Konservativen hatten angekündigt, genug Stimmen für ein Misstrauensvotum gegen May sammeln zu können. Ein Führungswechsel zu diesem Zeitpunkt wird die Verhandlungen nicht einfacher machen und es wird die Mehrheitsverhältnisse im Parlament nicht ändern. Das Einzige, was es bringen wird, ist Unsicherheit, nämlich Unsicherheit für die Menschen und ihre Jobs. Was es bringen wird, ist das Risiko, dass wir die Verhandlungen tatsächlich verschieben. Und das ist ein Risiko, dass der Brexit verzögert oder verhindert wird. Mehrere Mitglieder der konservativen Partei haben bereits öffentlich Misstrauensanträge gegen May eingereicht. Ein solches Votum wird stattfinden, wenn mindestens 48 Abgeordnete ihrer Partei dies fordern. Derweil wirft der zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab der Europäischen Union Erpressung seines Landes vor. Ich finde, dass wir schikaniert wurden. Ich finde, mit uns wurde etwas gemacht, das einer offenen Erpressung für die Zuschauer zu Hause nahe kommt. Und ich denke, es gab einen Moment, zu dem wir schon hätten sagen sollen, Entschuldigung, das ist das Vereinigte Königreich, wir können diese vorgeschriebenen Bedingungen nicht akzeptieren. Über 2 Jahre nach dem Votum, in dem eine Mehrheit der Briten gegen einen Verbleib in der EU stimmte, ist noch immer unklar, wie, unter welchen Bedingungen und ob der für März 2019 geplante Austritt stattfinden wird.